Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Kroatien-Interview-Specials. Wir haben einige der wichtigsten Vercharterer vor Ort besucht und uns mit ihnen über die verschiedensten Yachtcharter-Themen unterhalten. In der ersten Folge sprechen wir mit Klaus Pitter von Pitter Yachtcharter, der uns neben einigen persönlichen Einblicken die aktuelle Chartersituation in Kroatien schildert und eine interessante Prognose für die Zukunft des Charterns in Kroatien gibt. Finde ich super, dass wir uns endlich mal am Wasser treffen zu so einem schönen Gespräch. Super cool, vielen Dank, Klaus. Heute möchte ich mal mit dir über Kroatien im Allgemeinen mal sprechen. Ich meine, Kroatien ist ja für den deutschsprachigen Segler die Nummer 1 Destination überhaupt. Das haben wir auch schon in ganz, ganz vielen Beiträgen mal behandelt. Und Pitter Yachtcharter ist ja, und das darf man wirklich ganz offen sagen, der Vercharterer, den du fast überall hier antriffst. Das heißt, wir sind ja hier jetzt die wichtigsten Marinas mal abgefahren oder sind gerade noch dabei. Und an eurem Namen kommt man wirklich auch nirgends vorbei. Wie ist denn das damals eigentlich gestartet? Ja, gestartet ist es damals, dass mein Vater eine 33er Elan kauft hat, den Charter kauft bei Elan Yacht Charter. Und die ist genau hier in Biograd in Charter gegangen, in ein Charterkaufkonzept. Also alles das, was wir damals anbieten, haben wir selber damals gemacht oder mein Vater damals gemacht. Und damals haben wir einen ersten Kontakt gekriegt mit Yachtcharter. Aus der Geschichte habe ich dann aus Kipper angefangen zu fahren. Und dann haben wir die Firma aufgebaut, weitergebaut und sind jetzt da, wo wir sind. Aber Biograd war immer für uns eigentlich der Schlüssel zu Kroatien. Okay. Weil ganz einfach die Nähe zu den Kanaten. Mitteldalmatien ist ein sehr guter Ausgangspunkt für einen Kroatien-Turn. Weil man kann sie, für uns ist immer die Überlegung, ideal ist, wenn ich mich in drei Richtungen bewegen kann. Ich kann in Süden fahren, in Norden fahren und ich kann rausfahren. Ja. Und das erfüllt alles dieser Ort. Und das eigentlich in einem überschaubaren Zeitrahmen von ja, Segelzeit, die du am Schiff im Prinzip brauchst, um schöne Buchten, nette Inselortschaften zu erkunden oder zu erleben. Und das ist alles da gegeben. Super. Und ihr habt ja aber, es ist ja nicht bei Biograd geblieben, ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, ihr habt ja inzwischen viel mehr Basen. Also wo genau überall sind denn eigentlich eure Basen? Also unsere Basen sind vom Norden angefangen in Veruda. Ja. Geht dann weiter. Wie gesagt, Veruda war die zweite Basis bei uns im System, okay. Im Pitter-System. Das war damals geschuldet aus der Situation, dass damals in Ex-Jugoslawien im Prinzip der Krieg ausbrochen ist, wie gesagt, wo dann die einzelnen Teilstaaten hervorgegangen sind. Und in der Zeit haben wir natürlich von Biograd sind die Schiffe verlagert worden in den Norden. Und wir sind auch während der Zeit des Krieges immer von Istrien weitergefahren mit den Schiffen und haben verschartert und haben eigentlich in der Zeit die Firma aufgebaut. Und wie gesagt, dann hat sich das Ganze nach dem Krieg, wie sich das beruhigt hat, ist wieder Biograd, war die erste Station, die wir im Prinzip wieder aktualisiert oder wiederbelebt haben. Ist eine Woche nachdem im Prinzip die Offensive stattgefunden hat von der kroatischen Armee damals, sind wir schon in Biograd gewesen und haben schon geschaut, wo könnte wie was wieder gehen, was geht, wo sind noch Leute von damals, wie funktioniert es. Ne? Und wie gesagt, das ist dann weitergegangen im Prinzip, dass ich immer der Meinung war, Süddalmatien ist und wird kommen. Ja. Und dann haben wir unbedingt probiert, in Trogir reinzukommen. Die Geschichte hat uns dann geholfen, weil damals Eckerjachting Probleme gekriegt hat und somit sind wir in Süden in Trogir reingerutscht. Ne? Und zu späteren Zeitpunkt sind dann halt noch Basen dazugekommen wie Jesera oder Sovodice im Prinzip. Aber wie gesagt, die Hauptidee war immer Norden, Mitten, Süden. Und ja, das ist so Step by Step im Prinzip gekommen und die Rechnung ist sehr gut aufgekommen. Die sind jetzt eigentlich auch jetzt in dieser Zeit die Hauptbasen oder Hauptorte von Yachtcharter oder vom nautischen Tourismus in Kroatien. Warum ist denn Kroatien so weit vorne, wenn es darum geht? Also ich kenne es ja von uns als Agentur, wir haben einen ganz guten Überblick. Das heißt, bei uns kriegst du Schiffe, egal ob das jetzt in der Karibik ist, ob das jetzt in Asien ist, ob das in der Türkei oder Kroatien eben ist. Aber für den deutschsprachigen Yachturlauber ist Kroatien wirklich einfach nochmal einen Riesenschritt weiter oben. Was sind deiner Meinung nach so die Gründe? Ja, ich glaube, eines ist einmal jetzt sicher geschuldet in dem Moment, es ist ein Autofahrerrevier. Also die Märkte, die sehr gut funktionieren oder sage ich mal so, wo der Hauptteil unserer Gäste derzeit kommen, sind aus dem deutschsprachigen Raum, sind auch aus dem Raum
Polen, Tschechei, Slowakei, Italien, Ungarn. Das sind klassische Kunden, die mit dem PKW anreisen. Ja. Der Vorteil mit der PKW-Anreise im Moment ist die Geschichte, wenn eine Situation ein bisschen kritisch werden würde, habe ich nie das Gefühl, ich werde stranden. Das heißt, ich setze mich in mein Auto und fahre wieder nach Hause. Und damit bin ich wieder in meinem sicheren Umfeld. Oder ich kann schneller, ich muss mich nicht herumschlagen mit Stornierungen von Flügen oder irgendwas. Das ist alles wesentlich einfacher in Kroatien zu organisieren. Und ja, ich glaube, das ist derzeit eines der großen Stärken. Gepaart natürlich mit denen, ich bin der Meinung, dass man in sehr wenigen oder kaum einem Revier hat derart Dichte von Charterfirmen antrifft, die so ein hohes Level bieten. Und natürlich in den letzten Jahren ist die Neujachtzahl in Kroatien exorbitant angestiegen und dadurch findet man ein sehr aktuelles Yachtmaterial auch am Markt. Und alles diese Komponenten machen Kroatien eigentlich meiner Meinung nach und so wie du sagst, eigentlich zum Charterrevier oder Destination Nummer 1. Zumindest im mitteleuropäischen Raum, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt ja auch noch Basen in anderen Ländern. Aber wie du schon sagst, und natürlich, klar, ich meine, wenn man jetzt mal hinter dich schaut, diese ganzen, da geht es ja schon los. Du fährst aus dem Hafen hier raus und bist ja schon im Urlaub. Es gibt ja auch Reviere, da kannst du eigentlich nur am Sonntag raus, weil du einfach recht lang brauchst, um da irgendwie in die nächste Bucht oder sowas zu kommen. Ihr habt ja auch Regatten, die ihr jedes Jahr hier abgehalten habt und jetzt aufgrund von Corona natürlich jetzt erstmal pausiert habt. Das heißt, Kroatien ist jetzt nicht nur das absolute Familienrevier, so von wegen kaum Wind. Nein, es ist hier auch schon recht viel Wind teilweise. Ne? Ja, es wird teilweise Kroatien, ich sag, oft vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ja. Also man sagt, gut, da ist ja kein Wind und so. Ja, zum Teil. Aber wenn man jetzt so schaut, so wie heute die Lage, nicht? Heute ist ein Westwind, das ist der Maestral, das ist der klassische Schönwetterwind, der ist sehr berechenbar im Sommer. Das heißt, normalerweise geht es so los, in der Nacht geht eine Strömung aus Nord-Nordost, die Borin, das hört dann irgendwann am Vormittag auf, dann geht der Wind im Prinzip West-Nordwest und dann kommt irgendwann um Mittag herum oder am späten Vormittag im Prinzip der Maestral, der steigert sich dann hoch und geht dann am Abend, wenn es finster wird, wieder runter und schläft ein. Das ist normalerweise ja ideal zum Segeln. Und wenn wir vom Maestral sprechen, der geht hoch, wenn er stärker wird, ich sage mal auf 20 Knoten, also gerade so, dass man vernünftig schön segeln kann. Ja. Und du kannst das auch berechnen und jeder Segler liebt es ja, wenn du in der Bucht bist und nicht Ankerwoch halten musst, weil irgendwo Fallwinde sind, weil irgendwo der Wind sich dreht oder was, wenn du berechenbare Wettersituation hast. Und das ist in Kroatien schon so. Natürlich, wenn du schaust am Vormittag in dieser Zeit, wo jetzt der Fotoporin umgeschwenkt wird auf den Westwind, hast du natürlich 2-3 Stunden wirklich auch wenig Wind. Aber dann geht es wieder los. Aber das ist schon immer so in Kroatien. Nur wurde Kroatien immer ein bisschen so hingestellt aus Badewannenrevier, wo Leute sind, die nicht segeln können, oder aus Einsteigerrevier und hin und her. Das ist es nicht ganz. Wir sehen das oft wirklich bei Regatten, wie du gesagt hast, wo dann Segler, gute Segler aus anderen Ländern auch kommen, die glauben, so ist es, aber dann eigentlich total ihre Meinung revidieren müssen, weil sie sehen, so einfach ist es nicht, es gibt hier Strömung, man muss da schon schauen und es kann auch sehr anspruchsvoll auch werden vom Wind. Ja, also ich habe ja schöne Videos auch schon gesehen von dem Kornati Cup und Business Cup und sowas, die ihr da abhaltet. Da ist ja teilweise auch schon richtig gut Wind. Die Regatten sind schon immer, ich sag mal so im Frühling, ist da der Wind noch mal so ein bisschen stärker und im Herbst oder? Ja, es ist angenehmer im Frühling zu segeln, ganz einfach, weil, wie gesagt, wegen der Hitze, sagen wir mal so. Und der Wind ist natürlich stärker und die Regatten dienen natürlich auch bei uns, um die Saison zu verlängern oder sagen wir so, Lücken zu füllen. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen, weil so wie du jetzt ja siehst, nicht, jetzt eine Regatta zu machen, wäre meiner Meinung nach sinnlos. Du würdest nicht die Flotten zusammenkriegen, weil die Schiffe sind alle weg, es ist alles ausgebucht. Jetzt ist eigentlich Buchtenbummeln angesagt. Resig oder Wettkampfsegeln ist die Zeit im Frühjahr oder im Herbst. Ja. So hat halt jede Zeit seinen Reiz. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, wenn man sich die Infrastruktur für einen Segler anschaut in Kroatien, dann merkt man ja schon einen Unterschied zu vielen anderen Ländern, weil
man hat das Gefühl, hier ist an den Segel, wie soll ich sagen, man hat hier an den Segler gedacht. Du findest hier Bojenfelder, du hast eigentlich kaum einen Ort, wo du nicht an Wasser, Strom etc. kommst. Wie hat sich das entwickelt? Ist das wirklich so, wie ich es gerade darstelle, dass der Segler hier eine sehr, ich sag mal, hochwertige Infrastruktur antrifft? Ja, also ich behaupte, man findet nirgends auf der Welt, man findet vielleicht luxuriösere Marinas wo, ja, schon. Aber konsequent eine so gute Infrastruktur wie in Kroatien habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Warum kommt das? Damals zur Zeit von Ex-Jugoslawien war es natürlich für den Staat sehr interessant, Devisen zu bekommen. Eine Möglichkeit, um Devisen zu bekommen, war ganz einfach nautische Touristen anzulocken. Das hat damals gut funktioniert mit deutscher Mark, mit Schilling und mit Lira im Prinzip. Und es war eigentlich gar nicht so interessant, wie viel damals Dinar hat eine Marina gekostet. Kriegt hat man letztendlich der Staat Devisen. Daher ist Kroatien, also damals Jugoslawien, zu so einem guten Marinanetz gekommen, was du, sagen wir, vor 20 Jahren nirgends auf dieser Welt gefunden hast. Wie sie dann aus Jugoslawien im Prinzip dann Kroatien später entstanden ist, ist natürlich das mit übernommen worden. Und ich sage mal, im Kopf der Menschen ist schon damals, hat sich verankert, der nautische Tourismus ist ein interessanter Tourismus für die Belebung des ganzen Umfelds im Prinzip. Weil ja der nautische Tourist schon im April auch schon kommt und nicht nur so wie der normale Pauschaltourist in Juli, August und Mitte September und dann ist er weg. Ja. Und somit hat der Staat auch viel gemacht mit Bojenfelder, das haben Pächtern weitergegeben, es ist da investiert worden und dadurch habe ich wirklich eine so gute Infrastruktur in Kroatien, was du nirgends findest. Du findest es nicht in Griechenland, nicht einmal in der Türkei, sicher. Eine Infrastruktur kostet auch Geld und ich weiß, es ist natürlich ab und zu groß und gut, man muss für die Boje bezahlen und hin und her. Ja, es ist richtig, aber es ist auch angenehm für viele, an der Boje sicher zu hängen. Und wenn man sich heute die ganzen Naturschutzgeschichten anschaut, wo die Anker den Meeresgrund umflügen im Prinzip, die Seegraswiesen vernichten, dann ist es ja die Frage, ob das nicht wirklich der einzige Weg ist, wie gesagt, um nachhaltig im Prinzip nautischen Tourismus zu betreiben. Weil es muss ja nicht sein, dass tausende Anker in der Saison die letzten Seegraswiesen umflügen und wie gesagt, die letzten Rückzugsgebiete für Meeresbewohner im Prinzip zerstören. Und da, glaube ich, hat Kroatien auch wieder für die Zukunft eigentlich schon wieder sehr viel Weitblick bewiesen und wieder die Nase vorn gegen viele andere Reviere. Also finde ich total super interessant. Und ich denke, wenn man das mal aus diesem Aspekt sich mal, oder wenn man das aus dieser Brille auch mal sieht, dann merkt man schon auch, wie vorausschauend, wie du gerade schon sagst, Kroatien hier gearbeitet hat. Und auch jetzt habe ich, ich habe es letztens, glaube ich, mal besprochen, oder Marin hat es erzählt, dass auch gerade Thema Umwelt, Wasserqualität hier wirklich auch ein großes Thema ist. Weil manchmal denkt man ja, in den südlichen Ländern, da achtet man nicht so drauf. Das ist aber nicht der Fall, ne? Nein, also es wird da schon einiges getan. Natürlich, es gibt noch genug zu tun. Das ist definitiv. Aber das ist generell ein Problem vieler Mittelmeeranrainerstaaten oder Mittelmeerländer, dass man da nicht genug tun kann. Aber Kroatien ist mit Kläranlagen und mit Ringleitungen schon auf dem richtigen Weg. Und natürlich kann man mehr machen, nur von heute auf morgen geht das nicht alles. Nicht? Sicher wäre es vielleicht zum Überlegen, Fäkalientank, Abpumpstationen und so zu machen. Nur, das ist alles nicht so einfach. Man muss das dann schon auch, wer A sagt, sollte auch B sagen. Ein Gesetz zu veranlassen oder zu einzuführen im Prinzip, aber dann nicht die Infrastruktur haben und sich überlegen, was dann passiert, wenn tausende Schiffe am Wochenende Check-in, Check-out machen und im Prinzip alle abgefertigt werden müssen. Das muss man sich alles wirklich vernünftig überlegen. Und wie gesagt, man geht da schon mit einer gewissen Sorgfalt vor und geht Step by Step, aber man geht in die richtige Richtung. Mit Mülltrennung, mit all diesen Dingen. Und ich bin auch der Meinung, es ist auch besser so, wie überhastet irgendwas zu machen. Also ich bin voll für Umweltschutz, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Aber man sollte vernünftige Maßnahmen machen, die auch umsetzbar sind. Ja. Weil sonst diskutieren wir über Dinge, die ja gar nicht gehen. Ja. Und ich glaube, dass da schon wirklich mit Voraussicht von Kroatien agiert wird. Ja, finde ich total interessant. Und ich denke, dass man an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz
ansprechen sollte, dass natürlich auch für jeden einzelnen Chartergast das Thema Umwelt heutzutage einfach auch vorne mit dran stehen muss. Ja, also wenn ich auf dem Wasser bin, dann kann ich natürlich auch sehr viel dazu beitragen, dass das alles umweltfreundlich abläuft. Oder auch wenn ich mein Schiff am Ende der Charter zurückbringe, dann gibt es natürlich immer solche und solche. Und man will da jetzt nichts schwarz malen oder sowas, aber auch hier sollte man, denke ich, einfach auch wissen, dass man als Charterkunde eine gewisse Verantwortung einfach hat. Und die meisten machen das ja auch entsprechend, finde ich zumindest. Aber auch wie man eben mit Müll umgeht etc., dass man das auch so beibehält, wie es jetzt gerade ist. Weil die Wasserqualität, ich bin da total beeindruckt immer. Wenn du an der Adria irgendwo ins Wasser gehst, das ist ja glasklar. Ja. Liegt mit Sicherheit auch ein bisschen daran, dass es kein Sand immer ist. Ja. Aber ich persönlich mag das ja sehr gerne mit Felsen, mit diesen Steinen und eben dieses klare Wasser. Also schon was ganz Besonderes. Nochmal ganz kurz vielleicht zum Thema Logistik, weil du gesagt hast, als Pitter weißt du natürlich, wie man so etwas logistisch aufbaut. Ich habe ja wirklich Gänsehaut gekriegt, als ich mir überlegt habe, oh Gott, im Moment ist euer Steg leer. Aber morgen kommen insgesamt 55 Schiffe zurück von den über 70, die ihr habt. Und diese 55 Schiffe bekommen dann schon wieder ihren neuen Chartergast. Wie bitte stellt man sicher, dass sowas funktioniert? Ihr habt ja keine 100 Leute hier. Also ihr habt schon viele, aber... Ja, wie stellt man das sicher? Und es soll ja auch qualitativ... Also was ich damit sagen will, entschuldige nochmal... Also Charterbasen haben ja nicht alle den gleichen Qualitätsstandard. Deswegen sitzen auch wir hier zusammen. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, aber nicht alle schaffen es eben, diese Qualität sicherzustellen. Und da stellt sich die Frage, wie stellst du das sicher, dass das wirklich in diesem, ja, in dieser Qualität umgesetzt werden kann? Also ich glaube, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte sind gute und erfahrene Mitarbeiter. Und also was wir in der letzten Zeit probieren vielmehr, ist der Mix. Erfahrene Leute mit jungen Leuten zu kombinieren. Und das ist wie in einem Fußballteam. Hast du nur erfahrene, ältere Leute, kommst du irgendwann auch nicht im Prinzip zum Weltmeistertitel. Aber der Mix, junge Leute, die engagiert sind, die was schaffen wollen, gemixt mit der Erfahrung von Leute, die schon, oder Mitarbeiter, die schon länger im Charterbusiness waren, ist unserer Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du sagst, wie schafft man die Geschichte, zum Teil immer schwieriger. Warum immer schwieriger? Es ist, was du vorher gesagt hast, ein riesengroßes Problem, dass die Gesellschaft bei uns immer wie mehr auf, sag, na gut, und hinter mir die Sintflut. Zum Beispiel, was man total unterschätzt, ist, dass wir immer weniger die Yachten, ich sage jetzt nicht gereinigt, aber zumindest der Müll weggeräumt zurückkriegen. Weil man sagt, gut, wir haben bezahlt und damit hinter mir die Sintflut und ist alles egal. Ist alles okay. Aber nur dann gibt es irgendwann ein Problem und das ist dann interessant. Wir verfolgen das ja mit. Die gleichen Kunden, die nächstes Jahr wiederkommen, der hätte gern aber das Schiff ein Jahr später, am liebsten schon um 11 Uhr oder 12 Uhr. Nur, das Problem ist das, wenn wir oft oder unsere Putzmannschaften eine halbe Stunde bis eine Stunde brauchen, um Schiffe zu entmüllen, und das kannst du gar nicht vorstellen, was da ab und zu übrig bleibt. Du glaubst, das ist eine ganze Woche der Müll nicht weggebracht worden. Dann ist es auch nicht möglich, dass im Prinzip die nächste Crew im Prinzip um 1 Uhr oder 2 Uhr das Schiff kriegt. Weil ein Minimum an Service braucht das Schiff, der Motor gehört gecheckt, die Elektronik gehört gecheckt, das Schiff gehört im Grunde durchgegangen und in der kurzen Zeit, die Schiffe auf der Basis verbleiben, kann, und das ist der nächste Punkt, in Wirklichkeit der Mitarbeiter nicht alles sehen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, und ich weiß oft so einen Kunden, wir haben ihrem Mitarbeiter diesen Zettel gegeben und ich hatte das Gefühl, er nimmt es gar nicht ernst. Das mag oft so das Gefühl sein, ist aber nicht so. Die entscheiden sehr, sehr genau, was ist wichtig, was könnte zu Folgeproblemen kommen und was ist nicht so wichtig. Und dementsprechend wird im Prinzip das Problem angegangen oder priorisiert. Ja, das ist immer schwieriger, oft. Aber wie gesagt, natürlich, und das verstehe ich auch, jeder will raus, jeder will weg, jeder will in die Bucht raus. Und dort die Balance zu finden, ist immer schwerer,
weil ja auch die Schiffe technisch immer anspruchsvoller werden. Wenn ich überlege, wie du vorher gesagt hast, wie wir damals angefangen haben in Charter mit dieser 33er, wir haben eine 33er gehabt, ohne Ankerwinch, ist mit Hand gegangen, ohne GPS, das hat es damals nicht noch gegeben, dann haben wir gehabt keinen Autopilot, der war extra, keinen Außenborder, das hat es nicht gegeben, Rollgrossegel oder sowas hat es nicht gegeben und ein Instrument, Dana Plus hat das genannt, das war ein Lock, Speed, Tiefe und im Prinzip die Meilen. Und dann war Schluss. Da kann natürlich auch nicht viel kaputt gehen. Ne? Was soll da kaputt gehen? Nicht? Im Prinzip. Nicht? Heute haben wir Schiffe mit, es geht los, mit mehreren GPS, mit Windanzeigen, mit mehreren Instrumenten, mit Klimaanlagen, Heizungen und vieles, vieles mehr. Und natürlich ist das alles dann geschuldet Servicezeit. Ne? Ja. Da braucht man dann schon Leute, die wirklich auf Zack sind, um das auch wirklich in Dienst oder in Betrieb zu halten. Ja. Und auch da kann es normalerweise auch passieren, dass solche Dinge ausfallen. Ja, natürlich. Es ist ganz natürlich einfach so, weil Technik kann auch Probleme geben. Also das ist sehr, ich finde es super wichtig auch und auch interessant, dass man natürlich auch als Chartergast jeder Einzelne einfach dazu beitragen kann, dass dieses ganze Konstrukt, dieses System entsprechend funktioniert und dass man eben auch die Verantwortung gegenüber dem Chartergast danach hat. Und was ich auch immer natürlich sage ist, das, was du gerade mit dem Zettel angesprochen hast, kein Vercharterer hat Interesse daran, dass während des Turns irgendwas kaputt geht. Weil es bedeutet ja für die Basis Stress, Aufwand und natürlich auch Geld. Du musst ja dorthin, du hast ja einen unglücklichen Kunden, es muss was repariert werden, du hast Aufwand damit. Also es ist mitnichten so, dass man die Dinge ignoriert. Das macht keinen Sinn, wenn das Schiff gerade in der Basis ist. Wieso soll ich einen Fehler ignorieren, von dem ich eigentlich schon weiß, dass er in ein paar Tagen zu einem Problem führt? Ja. Das ist, glaube ich, einfach Menschenverständnis. Also Respekt, offensichtlich hast du da oder euer Team hier einfach auch die richtige Auswahl an den Mitarbeitern. Ich weiß, dass ihr ja auch sogenannte, ich weiß nicht, Schiffsbetreuer habt, wo also ein Betreuer verschiedene Schiffe immer bei denen Schiffen die Wartung macht, die Check-in, Check-outs macht. Das stellt natürlich auch sicher, dass die Schiffe kennen, in- und auswendig kennen. Und dann habt ihr eure Techniker, dann habt ihr eure Elektriker, dann gibt es das Putzteam. Ja, Respekt. Ich kann mir vorstellen, das war jetzt auch gerade im letzten Jahr alles nicht ganz so einfach. Ihr habt ja trotzdem die Schiffe alle entsprechend gewartet, trotz Corona. Die haben ja ihren Winterdienst alle gehabt. Da gab es ja so ein bisschen Bedenken von Kunden auch, wahrscheinlich auch berechtigt, die gesagt haben, hoppla, wie soll sich ein Vercharterer jetzt leisten, auch noch die Schiffe entsprechend zu warten. Aber ihr habt das ja auch gemacht und ihr habt jetzt auch schon die Preise für die Saison 22. Ich meine, wir haben jetzt aktuell August, das ist ja normal auch nicht immer der Fall gewesen. Alle Schiffe sind draußen. Ich denke, es macht schon Sinn, sich früher um sein Schiff zu kümmern, als man es bisher gemacht hat, oder? Ja, ich glaube, die Kunden werden es oder erleben es in dieser Saison schon mit, dass sich das Marktangebot in Kroatien total verändert hat. Oder es ist dabei, sich zu verändern. Ja. Das in Kroatien auf Last Minute zu warten, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren teilweise problematisch sein. Außer man sagt, okay, mir ist die Qualität des Schiffes egal, mir ist der Typ egal, mir ist der Ort egal, dann kann ich natürlich auf alles warten. Aber auch heuer sind gar nicht wenig Kunden bei uns eigentlich zu kurz gekommen. Weil es ist ganz einfach alles weg. Und warum es ist, es gibt weniger Schiffe in Kroatien. Im Prinzip, Kroatien ist sehr populär, wie gesagt, Autofahrerrevier. Wir sehen das auch noch für 22 mal sicher so, im Prinzip. Es kommen kaum neue Schiffe in den Chartermarkt nach, weil im Prinzip so viel verkauft wird in dem Privatbereich und Charterfirmen sich nicht getraut haben zu ordern, ohne zu wissen, wie funktioniert diese Saison überhaupt. Jetzt sind wir ja bis jetzt eigentlich im August reingekommen, aber keiner weiß, was ist in 3-4 Wochen. Und somit normalerweise Charterfirmen ordern eigentlich immer Ende August, Mitte September. Dann hat man einen Großteil der Saison, sage ich mal, in Kasten und dann investiert man wieder. Das ist heuer alles nicht möglich. Das heißt, es gibt keine Schiffe. Wir wissen eigentlich noch gar nicht mehr, was kommt. Und somit findet man neue Schiffe nur oder bei Firmen, die wirklich finanziell sehr stark sind, die trotz dieser Corona-Geschichte ganz einfach sich
ordern trauen und auch die Anzahlungen an die Werften weiterleiten und an die Yachthändler, weil das ist ja die nächste Geschichte. Und man muss sich das jetzt vorstellen, es klingt ein bisschen schizophren, aber zum Beispiel bei Katamaranen, zum Beispiel bei Fontaine Bachot, muss ich jetzt schon meine Bestellung abgeben und anzahlen für 23. Dass ich 23 im Frühjahr einen Katamaran bekomme, muss ich jetzt ordern. Also das hat sich komplett geändert. Aber dieser Sog oder diese Geschichte wird auch übergeleitet in den Chartermarkt im Prinzip. Und wir sehen die Entwicklung natürlich und steuern den natürlich auch entgegen, weil wir wollen ja auch oder den Kunden helfen, sein Traumschiff zu finden zu einem sehr aktuellen Preis. Deswegen fahren wir auch jetzt diese Aktion, dass wir sagen, buch dein Schiff früh, du bezahlst jetzt bis November mal, Anfang November, du zahlst nur 10% an. Im Prinzip, und wenn irgendwas mal schief geht mit Corona oder irgendwas, gelten die gleichen Regeln, wie wir sie heuer hatten. Somit hast du eigentlich kein Risiko, deine Traumjacht zum Traumzeitpunkt zu buchen. Ja. Und das macht Sinn, ne? Also und das macht Sinn. Ja, es ist auch das, was wir aktuell auch, ich meine, bei uns ist es ja auch so, ich sage es immer als Agentur, uns kann es im Endeffekt egal sein, ob der Kunde heute bucht und morgen aufs Schiff geht oder heute bucht und in 3 Jahren aufs Schiff geht. Wir freuen uns ja, wenn er bei uns bucht. Aber wir empfehlen eben auch zu sagen, wenn das nicht dein letzter in deinem Leben stattfindender Turn sein soll, dann buch jetzt. Weil zur Not könntest du immer noch verschieben oder eben in eurem Fall sogar bei so einem, muss man ja sagen, außergewöhnlichen Angebot hast du ja nochmal andere Möglichkeiten. Und wenn man natürlich sich jetzt anschaut, wir sind ja jetzt schon einige Charterbasen abgegangen, keiner, aber auch kein einziger hat irgendein Schiff mehr zur Verfügung. Ja. Und damit geht es nicht nur um diese jetzige Woche, sondern auch um die zukünftigen. Im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren ist, glaube ich, auch das Schiffsangebot gesunken. Mhm. Und ich denke, es gibt so den einen oder anderen kleinen Vercharterer, den wird es vielleicht auch gar nicht mehr geben dann in Zukunft. Also das kommt mit Sicherheit auch noch mit dazu. Also es wird spannend bleiben. Ich bin ziemlich sicher, dass Kroatien die Nummer 1 bleiben wird, gerade eben aufgrund dieser Autofahrgeschichte. Wie du schon sagst, nächstes Jahr wird wahrscheinlich ähnlich sein. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Also an dich erstmal vielen herzlichen Dank. Das waren sehr aufschlussreiche Infos zum Thema Kroatien aus erster Hand von dir, Klaus. Und ich bin mal gespannt. Also wir bleiben ja in Kontakt und wir werden uns das ein oder andere Mal noch weiter unterhalten. Das ist ganz sicher. Servus. Danke, Ömer. Danke, ciao.